Guten Tag und willkommen in der Dichterecke. Unser heutiges Gedicht heißt Wiedersehensfreude. Zwei Menschen begegnen sich in der Stadt, wo jeder etwas zu erledigen hat. Sie tauschen sich erfreut aus, stehen vor einem Gasthaus, plaudern über den Alltag und was jeder wohl so tun mag. Der eine greift das Wetter an, spricht von Kältewelle ganz spontan. In München schlug sie gestern zu, fügt gereizt der andere hinzu. Während sie aneinander zuhören und ihre Wiedersehensfreude betören, versucht der eine herauszufinden, mit dem anderen, was macht ihn verbinden. Erinnerungslücken werden durchwühlt und jede Inszenierung mitgefüllt. Dass sie sich kennen, steht außer Frage, reicht jedoch nicht zur Aufklärung der Lage. Wann das letzte Wiedersehen war, ob Freund oder Feind, ist keinem klar. Die ergebnislose Geheimsuche wird für jeden zum Führer. Jetzt hilft nur ein rascher Ausweg. Das Auto steht auf dem Gehweg. Der andere atmet erlöst auf, Trost surrend im Tageslauf. Während den Rücken sie sich zuwenden und ihre endlose Qual beenden, wünscht sich der eine wie der andere in Zukunft keine Wiedersehensmisere. Solche Lücken werden sich ausbreiten und die Männer in die anderen Stunde begleiten. Und irgendwann werden sie lernen müssen, die schöne Zeit ist längst vorbei. Das war Negus Ben Simon für alle Freunde der Poesie. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!